Servus aus Bayern. Es gibt verschiedene Möglichkeiten, wie man Haare an eine Figur macht. Und eine der Möglichkeiten zeige ich euch jetzt mal. Und zwar, das soll jetzt mal einfach ein Kopf sein, wo wir Haare drauf machen möchten. Was ich gern mache, ich nehme einfach so Stückel Ton und drücke das so ein bisschen platt. Macht das jetzt natürlich im Schnelldurchlauf, damit ihr nicht ewig zuschauen müsst. Das ist ja dann auch irgendwie langweilig. Dann raue ich das an. Dann raue ich in dem Fall zum Beispiel, sagen wir jetzt mal, das wäre der Kopf, raue ich das auch an. Dann wird das Ganze gut eingeschlickert. Es darf nämlich tatsächlich ziemlich nass darunter sein. So, schaut ein bisschen aus wie der Trump von der Frisur her. Dann drückt ihr das also an. Und dann gibt es eben jetzt verschiedene Möglichkeiten, wie man das strukturiert und zu einer Frisur macht. Also was ich ganz toll finde, ist dieses Werkzeug. Seht ihr es? Das ist da so ein bisschen gespalten davon. Also es hat praktisch ja, so eine Art zwei Spitzen und in der Mitte so eine Mulde. Und mit dem kann man super eine Struktur für Haare machen. Sieht man das? Jetzt kann man hier auch nochmal schauen, dass das da richtig anliegt. Und zack, 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 zack. So schnell geht das. Und da kann man natürlich jetzt mehr oder weniger oft reinstechen, ganz wie man die Frisur haben möchte. Das wäre jetzt zum Beispiel doch eine nette Frisur. Also ich glaube, wenn man sich das jetzt vorstellt, hier die Augen, Nase und hier Mund. Natürlich jetzt kein ernsthaft gemeintes Gesicht, das ist jetzt bloß mal schnell. Bloß, dass ihr seht, das schaut doch mit der Frisur schon recht frech aus. Dann gibt es noch eine andere Möglichkeit. Man kann jetzt zum Beispiel, was ich gerne hernehme, das zum Aufrauen hier. Mit dem raue ich ja normal meine Sachen auf. Das ist so ein kleiner Stahlbesen. Den kann man auch eine Frisur machen. Also vielleicht habt ihr es lieber so. Und wie man sieht, das schaut eigentlich aus wie so einzelne Haarsträhnen. Kann man auch schön da reinziehen. Und auch hier wieder ein kleines Gesicht machen, damit ihr es euch vorstellen könnt. Schaut auch frech aus. Also ich finde, das ist eine ganz einfache Methode. Man nimmt einfach so ein Stück Ton, wie es euch gezeigt hat. Schlicker drauf, Ton auf die Figur drauf. Ja, und dann könnt ihr einfach loslegen. Was auch ginge, mit dem kann man zum Beispiel Punkte machen. Das ist ähnlich wie das erste Werkzeug, nur nicht ganz so wild. Und man muss hier ein bisschen öfter reinstechen. Also all das gibt euch Struktur, wo man sagt, das kann eine Frisur werden und das können Haare sein. So, ich hoffe, das hat euch ein bisschen weitergeholfen. Servus aus Bayern.